So, da sind wir wieder zurück zu Let's Play Together, Dead Space 3, mit mir, dem Zocki und dem Korsil. Hallo Leute! So, es geht wieder weiter. Hier hat zuletzt gespeichert Okay, dann und wir hoffen wir, müssen dass jetzt wir hier das hier irgendwas hinkriegen, machen. bevor Danik uns findet. Kinderspiel. Der Beinknochen ist verbunden mit, was immer das hier ist. Und nice, Kapitel 15 ist jetzt auch hier am Start. Schicksalswende. Okay, gut zu wissen. Dann waren wir doch in Kapitel 14, wie vorhin schon erwähnt. Wir waren auch sehr viel, irgendwie richtig lange in dem Kapitel 14 dran. Ja, das Irgendwie. ging irgendwie. Ja, das ging recht lange. Ja. Gut, das. Was müssen wir machen, Alter? Irgendwas an diesen Teilen, ne? Ja. Lol. Ah, gute Idee. Wir müssen. Kann die da hinten hinschieben? Wir müssen, glaube ich, die richtige Kombination herausfinden oder sowas. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Warte, da habe ich gerade meine Missionen. Da steht für das. Okay, also, welcher Teil ist der Kopf? Für das Rosetta-Experiment müssen die Alienproben in der richtigen Reihenfolge angeordnet werden. Aber diese Kreatur ist ein Alien. Wie ich denn wissen, wie sie aussehen muss? Vielleicht sollte ich versuchen, zuerst den Kopf und die Füße zu identifizieren und mich dann zur Mitte vorarbeiten. Den Kopf also. Es handelt sich um ein Alien. Okay. Das Ah, heißt, fuck. wir müssen nach Aliens gucken, dass da drin ist. Nach Aliens. Na, beziehungsweise den Überresten, ne? Genau. Aber das Problem ist ja gerade, wie sieht eigentlich ein Alien aus hier im Spiel? Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Müssen wir ein bisschen raten oder sowas. Das kann natürlich auch wieder recht lange dauern, wenn wir es nicht wissen. Naja. Wayne, Egal, ne? egal. Das kriegen wir schon gebacken. Wie sehen. Lol. Wie sehen die denn aus? Okay, das sieht aus wie, naja, so eine Art, na, ist nur Klumpen. Wie sollen wir das je zusammensetzen? Das Das weiß ich muss auch doch nicht. irgendwie gehen. Das ist ja gerade das Rätsel sozusagen. Dem müssen wir auf die Schliche kommen. Okay, ich glaube, irgendwas bildet sich hier. Aha. Ja, kommen wir der Sache näher? Schwer zu sagen, aber die Kontur fügt sich zusammen. Gut, das war jetzt schon mal ein guter. Ja, das war gut, was ich da gemacht habe. Dann würde ich sagen, die mittleren nicht mehr oder so verändern, ne? Ich Guckst du mal. weiß aber nicht, wie der Alien aussieht eigentlich. Wir müssen nur diese Dinger zusammenfügen. Warte mal. Warte mal, den mache ich hier mal. Soll ich den mal nehmen? Ne, das ist scheiße. Dann mache ich mal eins runter, so. Ja, wenn die nichts sagen, dann ist es anscheinend falsch, denke ich mal, oder? Ach, verdammt. So, vielleicht, ja, wir müssen halt immer ein paar ausprobieren. Ah, warte mal, den hinteren können wir auf jeden Fall nicht bewegen, sehe ich hier gerade. Stimmt, geht gar nicht. Der hintere geht nicht. Ah, Moment, 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 Moment. Ich glaube, da wo am wenigsten Teile sind, die kommen hier hin und die meisten Teile müssen nach da. Wäre Warte so meine mal. Vermutung. Ich würde mal sagen, hier, du siehst ja dieses spitze Teil bei den Knochen und so, ne? Ja. So, genau das kommt vorne hin. Und bei diesen langen da, so wie so, wie soll ich sagen, wie so ein Stock, ne? Da, die muss man sozusagen, dass die so gerade ineinander sind, ne, weißt du? Und das müsste, glaube ich, das müsste es sein. Und Suchabot wartet an der Bank, steht hier übrigens. Gut zu wissen. Ne, ja, das passt eigentlich. Also diese Fetten, die passen ineinander, denke ich, oder? So vielleicht. Ne, weil da ist ja diese Spitze, hier da. Und das passt Ach auf jeden so. Fall nicht. Deswegen würde ich das. Hier? Nee, ich Hier oder würd's. hier? Ne, mach's mal weiter vor. So, runter. So, weil dann sind ja diese langen Felder auf jeden Fall schon mal bedeckt. So, und jetzt müssen wir die Beine oder was das sein soll, da Hier. irgendwie bewegen. Hier so, oder? Ja, Warte genau. hier. Da, wo die kleinen sind, genau. Diese müssen wir irgendwie vervollständigen, ja? Die hier auch? Naja, das kann ja Das was sieht werden, Alter.
Das sieht irgendwie ein bisschen süß aus. So hoch und dann wieder irgendwo hinschießen. Warte mal, wie ein Memory. Das sind so spitze Zacken. Karten. Siehst du die hier? Bei dem hier? Spitze Zacken. Ja. Waren bei mir zumindest. Das fahre ich mal hier hin. Na, wir müssen ein paar mal ausprobieren halt einfach. Ja. Vielleicht kann man das an den Füßen orientieren, stand da auch. An den Füßen. Gibt's hier nicht irgendwo ein Bild oder so oder irgendwas, was uns dabei helfen könnte, hier weiter vorzumachen? Irgendwie, keine Ahnung. Scheiße. Ich glaube, das ist der Kopf von dem Alien hier. Da vorne. Ja, und die Frau hier, die hilft uns auch nicht, Alter. Mann, Ellie, ey. Das hätte ich jetzt von ihr nicht erwartet. Alter, echt mal hier. Ah, Moment, ich hab deine Idee. Ich hab keine Ahnung, wie so ein Alien aussieht. Moment. Ey, geschafft. Lol. Juhu. Was sind das für hier? Geschafft? Einigkeit, so werde ich auch die Folge nennen. Ich auch, glaube ich. Okay, gut. Ja, das war ja eigentlich gar nicht so schwer. Du hast es natürlich mal wieder gepackt hier, ne? Und ich habe die Vorarbeit gemacht. Ja, du aber auch, ne? Also nicht nur ich. Genau, natürlich. Das war das Teamwork. Genau, Teamwork, da kommt man natürlich immer zum Ziel, ne? Genau. Wir haben einfach... Hier muss irgendwo ein Aktivierungsschalter sein. Stört er mich während dem Reden, Alter. Passt das jetzt gerade? Der kann auch nicht die Fresse halten, ne? Ganz ehrlich. Also, wir haben uns geeinigt, also nach den Beinen orientiert. Das heißt also, wenn jetzt hier am Anfang diese Einzelstücke waren und danach so gegen Ende alles zusammen war, deshalb habe ich einfach, das haben wir mal logisch gedacht, und dann legen wir doch mal diese Dinger, die zusammen drin sind, die legen wir doch mal vorne hin, da wo der Kopf ist. Dann, zack, gepasst. Genau. Das sieht aber irgendwie lol aus, wenn ich ehrlich bin. Ich musste gerade eben auch ein bisschen lachen. Ich weiß auch nicht, Alter. Sieht das irgendwie nach einem Alien aus? Nee, oder? Das sieht irgendwie ein bisschen nach einem normalen Monster aus. Doch, wobei. Den wir immer jeden Tag killen. Doch, wobei, kennst du den Film E.T. der Außerirdische oder wie der heißt? Nein, leider nicht. Auch so ein Familienfilm, der ist richtig gut gemacht. Habe ich früher, wo ich klein war, immer geguckt. Und da sah der E.T., also der Außerirdische, auch so aus. Also von daher, dann, das passt eigentlich sozusagen. Daran kannst du fliegen. Daran kannst du fliegen. Und da ist sie. Rosetta. Wo ist ihr Gesicht? Sie hat kein Gesicht. Es ist nicht mal eine Sie, sondern ein S. Rosetta ist ein Alien. Was? Was soll das heißen? Ja, Kawa, das kann deine Freundin nicht werden. Tut mir leid. Alien-Maschine zu lüften. Ausgesprochen pfiffig. Mal sehen, was passiert, wenn wir sie aktivieren. Das könnte etwas bizarr werden. Daumen drücken. Ja, hau mal rein, Kollege. Und ich trinke jetzt erstmal was hier. Oh, bitte keine Vision jetzt, oder? Ich glaube, das ist eine Zwischensequenz. Ja. Sehe ich auch so. Merkt sich das dem Ende hinzu oder wie? Entgegen meine ich natürlich. Es scheint so irgendwie. Wir haben nur noch vier Kapitel. Die letzten vier Kapitel. Bis 19. Bis Kapitel 19. Und ich bin mal gespannt, wie der Final Boss eigentlich so aussehen wird und wie stark der ist. Oha, das kann ja was werden, ich sag's euch, Leute. Nein, wir haben alles falsch verstanden. Das ist nicht die Heimatwelt der Marker. Die Aliens haben die Marker gefunden, wie wir, und es breitete sich aus. Es verzerrte sie, es
zog ihre Körper in den Himmel, um die letzte Phase zu erreichen. Oh mein Gott. Der Mond ist die Quelle des Markersignals, nicht die Maschine. Der Mond ist Konvergenz. Die Aliens, sie bauten die Maschine, um den Planeten einzufrieren, den Mond abzuhalten, vollkommen zu werden. Ach, deshalb also vollkommen werden. Wenn die Maschine abgeschaltet wird, taut alles auf. Und die Konvergenz geht weiter. Nicht nur hier, sondern überall. Wo die Marker sich ausgebreitet haben. Und das ist... Das ist der Schlüssel, um alles abzuschalten. Danke, dass Sie die Drecksarbeit erledigt haben. Nein, er wird die Marker auf der Erde anpeilen und uns jagen. Sie verstehen nicht, was Sie da tun. Oh, zuerst habe ich es missverstanden, das stimmt. Aber jetzt ist mir alles klar. Es war nicht nur das Eingreifen der Menschheit, das unsere ruhmreiche Wiedergeburt verhindert hat, sondern auch diese Alien-Maschine. Bleiben Sie von der Maschine weg, Danik. Nein. Und da ich das hier jetzt habe, kann ich sie abschalten. Die Einheimischen dieses Planeten zogen den Tod der Evolution vor. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass die Menschheit nicht den gleichen Fehler macht. Wir alle werden vollkommen sein. Macht schon, tötet sie! Welcher Nein. Codex? Jetzt check ich auch, was sie die ganze Zeit mit ihrem Vollkommen meinen. Ich auch. Damit kann ich sie von hier oh nein, 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 nicht ins Feuer, nicht ins Feuer. Wir müssen hoch. Das ist eine schlechte Idee. Komm mit. Wo denn, wo kann ich? Hier rein. Komm, komm mit. Da ist aber Feuer gerade, da kann ich nicht raus. Ja, toll, jetzt bin ich oben und... Nein. Irgendwie kann ich da nicht durchgehen, weil da ist gerade Feuer irgendwie überall. Kann ich nicht durch. Du gehst einfach. Du ein Bastard. Ach ja, stimmt, durch die Tür, oder? Die Feuerkabine ist dein Überbrückungssystem. Damit kann ich sie von hier öffnen. Nein, du kommst nie mehr raus. Da, siehst du, da geht's nicht. Los, ich bin direkt hinter dir. Ja, kannst du mal weg vom Feuer, Alter. Oh Mann. Blöder nicht ins Feuer, so. Autsch, autsch, autsch. Der geht automatisch da rein. Warum ging es bei mir am Anfang so leicht? Und jetzt nicht. Hallo? Ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, wir müssen die... ich hoffe mal, da gibt es irgendwelche Sprengler-Anlagen, die wir zerschießen können. Ja, ah, hier. Ich glaube, hier. Hier vielleicht, oder hier? Oder wo? Hier vielleicht? Ja, wo soll ich denn hin, du Witzbold, Alter? Ja, hier fackelt ja alles ab. Hä? Ich Was ist denn das? Ich verstehe das nicht gerade. Lol, das ist auch mal wieder so eine Scheiße, die man nicht blickt. Ja, hier. Einfach durch. Durch. Damit kann ich sie von hier öffnen. Nein, du kommst nie mehr raus. Da. Sie ist offen. Los, schlechte Idee. So. Okay, warte kurz, einfach. Wir müssen. Hä? Ey, warum? Ich check da überhaupt nicht durch, ganz ehrlich. Was muss man da machen? Sagt's mir. Nein, nicht aufregen, wir gehen die Sache einfach ganz schön gechillt an. Moment, warte. Wir warten mal hier am besten. Ja, wohin denn? Ich weiß es aber nicht. Ja, ich auch nicht. Och Mann, Alter, was ist das? Guck dir mal die Scheiße an, Alter. einfach nur keine Ahnung, Alter. Da fehlen mir die Worte mal wieder. Was müssen wir denn machen? Er hat die Tür zugesperrt. In der Steuerkabine ist ein Überbrückungssystem. Damit kann ich sie von hier öffnen. Nein, du kommst nie mehr raus. Da, sie ist offen. Los, ja, was? Ich bin direkt hinter dir. Was ist denn offen? Ich check ich gar nicht, tut mir leid, Ellie, aber... Die wollen mich doch hier verarschen oder so, ne? Autsch, ey, Zeugi, wie hast du das denn geschafft, weißt du das? Ja, ich meine, ich wurde vorhin da gespawnt, dann bin ich ja einfach durchs Feuer, weißt du, war mir scheißegal. Krass, ich check's grad nicht.
Mein Gott. Da läuft das Feuer. Lass mich doch da rein. So, du musst hier einfach reinlaufen. Fertig. Komm jetzt mit. Ach, scheiße, egal. Hä? Ach, stimmt, das Feuer breitet sich aus. Klar, logisch. Ja, das ist der Schlüssel. Deshalb dürfen wir nicht verzögern. Lol, jetzt kam ich weiter. Durch, komm durch. Ja, geschafft, super. Komm, rein. Durch, bis also bevor das Feuer noch sich ausbricht. So. Boah, geschafft. Yeah. Wir müssen diese Tür schließen. Gute Idee. Guck. Ellie, komm. Mach hinne. Alter, beeil dich. Das geht nicht. Das bewegt sich zu schnell. Nein. Isaac, tu's bitte. Tu's einfach. Isaac. Ich liebe dich. Verdammt. Das war's also Isaac. Mit ihr. Ziemlich bitter. Hey. Es strömt weiter Gas aus. Wir müssen weg. Jetzt. Ich habe nur sie. Das war ihre Mission. Sie wusste besser als jeder andere, wie wichtig das war. Und jetzt müssen wir es beenden. Für sie. Verstanden? Verstanden? Ja. Dann los jetzt. Isaac, jetzt. Das Leben geht weiter, Isaac. So ist es. Oh. Scheiße. Das kann ja was werden. Wow, komm. Wir gehen einfach durch. Du Scheiße. Okay, gerade so geschafft, Junge. Ich hab sie zurückgelassen. Halley. Isaac! Hey! Reißen Sie sich zusammen! Mann, machen Sie jetzt bloß nicht schlapp! Danik ist unterwegs zu der Maschine. Er darf sie nicht abschalten! Dann sorgen wir dafür, dass er nie dort ankommt. Verstanden? Okay. Und ab dafür. Okay. Los geht's. Und wie finden wir ihn? Der Eingang könnte überall sein. Santos. Sie sagte, die Maschine sei direkt unter dieser Einrichtung. Wir polen unsere Ortungssender auf diesen Punkt, dann kommen wir zu Danik. Wir werden ihn erledigen. Aber garantiert, dieser Lappenalter, Danik ist ein richtiger Hurensohn. Wow. Ey, ziemlich harter Kerl. Oh, was hat denn der geworfen, Alter? Der hat einen Raketenwerfer. Ich glaub, dem geht's so gut, Junge. Alter! Deckung, schnell in Deckung. Okay, so, das ist keiner. Achtung, gleich kommt er raus! Er ist hinter dem Boden. Jetzt kommen die ganz harten. Granate weg, Alter. Boah, die Leute wieder, ey. Die können es nicht lassen, ne? Die wollen einfach nicht aufgeben. Obwohl sie eigentlich wissen, dass es nichts bringt, gegen uns zu kämpfen. Oh du. Boah, das möchte ich jetzt nicht sagen, dieses eine Kraftwort. Boah. Der meint's richtig ernst mit uns. Also so kann's echt nicht angehen hier. Oh, jetzt kommt dieser Viecher auch noch. Ich helfe dir gerade. Danke. Okay. No problem, Junge. Oh, da kommt noch mehr. Dahinter. Hier. Jetzt gib doch endlich auf. Meine Güte. Die Soldaten sind nicht das eigentliche Problem, sondern die Monster, die einen immer anrempeln. Die sind richtig hartnäckig, diese Gegner, Alter. Ne, die wollen's einfach wissen, aber sie kriegen dann schon ihren Senf, ne? Sie kriegen Form, noch diesen... In Form von Munition, ne? Beziehungsweise Blei. Genau. Friss Blei. Friss Blei, du Arsch. Wir könnten doch nach Dead Space 3 eventuell Dead Island machen, wenn du Bock hast, oder? Ja, mal sehen, ne? Oder Ken & Lynch. Ja, Ken & Lynch würde ich natürlich auch noch machen, ne? Dead Island wäre aber auch echt nice, wirklich. Das würde mich freuen, aber ich weiß nicht, warum du keinen Bock hast. Man muss nur eine Mission fertig machen.
Wow, 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 scheiße. Alter, Junge. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.